Guten Tag, mein Name ist Ilona Miloševa und ich bin heute zu Besuch am Steinhuder Meer. Ich nutze heute die Gelegenheit, ein sehr interessantes Gespräch mit Dr. Ingrid Hobler zu führen. Und ich möchte diese Gelegenheit auch mit unseren Zuschauern teilen und Ihnen Dr. Robert vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben getroffen habe und ja, wer den Namen Dr. Robert noch nicht gehört hat, ein paar Worte von meiner Seite. Dr. Robert ist ein Ethnomediziner, ist ein praktizierender Arzt in Deutschland, ein Autor von zahlreichen Büchern, Artikeln, Sendungen und ist ein sehr interessanter, vielfältiger Mensch. Ingrid, habe ich alles richtig über dich gesagt? Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute und ja, ich freue mich hier bei dir in Steinhuder zu sein. Ich habe schon viel über diese Stadt durch dich jetzt erfahren und das ist auch natürlich durch deine Praxis berühmt, ja, kann man schon sagen. Erzähle uns bitte, wie war dein Lebensweg als Mediziner jetzt zur Ethnomedizin? Naja, ich habe natürlich zunächst 5 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, auf Intensivstationen, ich bin Notarztwagen gefahren, ich habe innere Medizin, Kardiologie, Chirurgie kennengelernt und habe mich dann aber entschlossen, zu dieser Schulmedizin auch zu schauen, was hat dieser Planet, was haben Menschen von diesem Planeten über die Kulturen und Zeiten noch an Wissen sich angeeignet, an Wissen rund um Gesundheit, um Heilung, um glückliches Leben. Und bin dann viel gereist und habe in anderen Kulturen geforscht, um zu schauen, was haben Menschen herausgefunden über die Jahrtausende und von einer Generation zu einer nächsten Generation weitergegeben, betreffend Methoden, Heilkräuter, Heilpflanzen, die unser Leben erleichtern und bereichern können. Und dabei habe ich viele Dinge als sehr spannend empfunden und habe sie hier in mein Medizinkonzept am Steinhuder Meer über die Jahre mit einfließen lassen. Wie viele Länder insgesamt hast du besucht? Ich wurde vor kurzem schon mal gefragt und da habe ich gezählt, da bin ich auf 25 Länder gekommen. Wow. Allein in diesem Jahr war ich auf Madagaskar, vor einigen Jahren am Kap Horn, in Borneo jetzt zuletzt, auch mit Ärztegruppen, mit Reisegruppen, die ich dann zu den entsprechenden Heilern und Schamanen führe, um da von deren Wissen profitieren zu können. Sehr interessant. Und deine Reisen sind dann über fast über 30 Jahre gewesen, wenn man insgesamt... Naja, ich habe meine Doktorarbeit über den Darm geschrieben, über Darmentzündung, über das Mikrobiom. Das war bereits 1982 und da habe ich Stuhlproben aus Indien und aus Sri Lanka gesammelt, um anhand dieser Werte, die ich damals ermittelt habe, Aussagen treffen zu können, die damals noch neu waren. Und so fingen die Reisen schon Anfang der 80er Jahre während des Studiums an. Ja. Interessant. Was war für dich das einschneidende Erlebnis, dass du dieses Interesse hattest, einfach nach Weisheit von alten Völkern zu forschen, zu suchen? Also das Interesse war sicherlich schon während des Studiums da. Aber so ganz gravierende, tiefe Ereignisse, die mich im Herzen sehr berührt haben, das waren Ereignisse, die sich so in den 90er Jahren abgespielt haben. Das war bei den Kahunas auf Hawaii, auf Maui und auf Kauai. Das war dann aber auch sehr besonders in Australien, im australischen Outback, bei den Nankaris, den Bush-Doktoren. Da hatte ich ein Initiationsritual bekommen, was über eine ganze Nacht ging, wo ich mit Erdfarben angemalt wurde, wo wir dann mit Klanghölzern am Feuer saßen und wo ich in eine tiefe spirituelle Reise eingetaucht bin und dabei Erfahrungen für mich gesammelt haben, die mich zutiefst im Inneren berührt haben und die dann dazu führten, dass ich Erlebnisse, Einblicke in die Zusammenhänge der Natur hatte, die
dann meinen weiteren Lebensweg auch gezeichnet haben. Mhm. Aber auch ein anderes spirituelles Ereignis in einer Höhle in Südindien bei einem Orakel des Dalai Lama. Auch da habe ich eine Berührung erfahren, die mein Leben auch da wieder auf eine ganz neue Ebene gehoben hat. Mhm. Aber es gibt viele Ereignisse. Also ich könnte aus jeder Kultur etwas erzählen, was mich da bewegt hat und was meinem Leben immer wieder einen Schub gegeben hat, weiter zu forschen, weiter zu suchen. Immer wieder, was stellt uns unser Planet zur Verfügung, damit wir lange gesund und glücklich leben können? Mhm. Und das war immer die Frage, die mich angetrieben hat. Und dabei habe ich viele spannende Sachen gefunden und darüber dann Bücher geschrieben, Kurse gegeben für Ärzte, für Heilpraktiker. Und das tue ich auch heute noch mit großer Begeisterung. Ja. Die Begeisterung sieht man in deinen Augen, spürt man, wenn man auch deine Bücher liest. Und eins von den Büchern heißt der Ethnohealth Apotheke. Ja, kannst du bitte erzählen, wie ist die Idee für dieses Buch entstanden? Naja, ich wurde einmal herausgefordert von einer Gruppe junger Männer, die mich fragten, ob ich nicht die erfolgreichsten Rezepturen unseres Planeten mal zusammenstellen würde. Und sie stellten dann in Aussicht, dass wenn das gelingen würde, würden sie eine Firma gründen, Ethnohealth, die diese Heilkräuter in höchster Reinheit besorgt, in Deutschland zusammenstellt und daraus eine Produktpalette entwickelt, die ökologisch einwandfrei sind, die frei von Pestiziden sind, die in Deutschland hergestellt werden, die absolut transparent sind, dass man genau weiß, was drin ist, auch in welcher Extraktionsform, in welchem Verhältnis das drin ist. Und die Idee fand ich so spannend, dass ich mich dann nochmal ein Jahr hingesetzt habe und die Erfahrung aus 30 Jahren zusammengefasst habe, geschaut habe, was ist das Beste aus jedem Kontinent, was die Menschen dort entdeckt haben, weiterentwickelt haben, an die nächste Generation weitergegeben haben, weil es eben geholfen hat. Und diese Rezepturen, die habe ich dann in diesem Buch, die Ethnohealth Apotheke, niedergeschrieben. Und diese Gruppe hat dann ein Start-up gegründet und hat diese Produkte dann tatsächlich mit eigenen Geldern, sie mussten sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das auf die Beine zu stellen, haben dann diese 35 Produkte ins Leben gerufen, produziert und seit 5 Jahren jetzt sind die auf dem Markt erhältlich. Und da bin ich super glücklich, dass mein Lebenswerk sozusagen, nicht, die Erfahrung aus 30, 35 Jahren Arzt sein, jetzt hier zusammengefasst zu sehen als Produkt. So wie ja auch früher in der Vorzeit es so war, dass die Ärzte eigentlich in den Wald gegangen sind und die Heilkräuter gesucht haben, die sie dann den Patienten gegeben haben. So bin ich jetzt auch sehr stolz, dass ich eben eine Medizin meinen Patienten empfehlen kann, die genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich diese Weisheit von verschiedenen Völkern, von unterschiedlichsten Kontinenten hier in deine westliche Medizin einzubauen. Wie gelingt es dir? Das gelingt hervorragend, weil ich sehe, dass wir in der Schulmedizin eine ganz fantastische Medizin haben, gar keine Frage, gerade in der Intensivmedizin, in der Chirurgie, in der Diagnostik. Aber der Bereich, der rein pharmazieorientiert ist, da stelle ich mit großer Sorge fest, dass wir hier Situationen haben, wo der Bogen überspannt wird, wo zu viel Chemie eingesetzt wird, wo nicht mehr auf die Kollateralschäden geschaut wird. Das ist jetzt auch ein Wort, das jetzt in der Grippezeit sehr, sehr viel zu hören ist. Also wir haben viele Kollateralschäden, weil in Selbstheilungsprozesse eingegriffen wird, mit oftmals zu viel chemischen Substanzen gleichzeitig und keiner eigentlich sagen kann, was löse ich da eigentlich an Nebenwirkungen, an Schäden aus. Und mein höchstes Maxim in der Medizin ist natürlich immer, Hauptsache keinen Schaden auslösen. Ja. Mhm. Und das kann man heute in vielen Bereichen der Pharmazie, manipulierten Medizin, so muss man häufig sagen, nicht mehr mit gutem Gewissen verschreiben, während man in der Naturmedizin
meistens fast immer auf der sicheren Seite ist, weil wir mit natürlichen Mitteln regulierend, stärkend, unterstützend in die Selbstheilungsprozesse des Körpers eingreifen. Mhm. Wir nennen das den Ansatz der Salutogenese. Das bedeutet, wir beobachten sehr aufmerksam alle Selbstheilungsvorgänge, all die Mechanismen, die zur Heilung führen. Und unser Ziel ist es, diese Mechanismen zu unterstützen, zu stärken, zu lenken und dem Körper Fehlendes zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wir wollen also nicht eine Krankheit loswerden, sondern wir wollen das Gesunde so stärken, dass der Körper aus sich selbst heraus die Krankheit überwindet, weil das viel nachhaltiger ist. Und in einer Zeit, ich hatte vor kurzem die Zahl recherchiert, wo wir in Deutschland alleine 44 Millionen Antibiotika-Packungen als Ärzte verschreiben, nur als Kassenärzte, müssen wir sagen, hier gerät aus dem Blickfeld, welche Nebenwirkungen im Darmmikrobiom, im Gesunden, im sonst Gesunden ausgelöst wird, mit Folgen, die die Einzelnen gar nicht überblicken können, die diese Antibiotika verschreiben, wo ich aber als Facharzt für Allgemeinmedizin natürlich das breite Spektrum an Patienten tagtäglich habe und genau sehe, was Antibiotika auslösen und dass es 2 Jahre braucht, bis sich dieses Schlüsselorgan für unsere Gesundheit von dieser massiven Therapie erholt hat. Mhm. Und von daher ist dieses Organ, dieses Darmsystem mit dem Mikrobiom, ist für mich eines der Schlüsselorgane, auch wenn es darum geht, Wege aufzuzeigen, die zu einem langen, gesunden und zufriedenen Leben führen. Ja, dazu gehört natürlich nicht nur die Ernährung, sondern auch die Denkweise. Ja? Und du gehörst ja zu ganzheitlichen Medizinern. Was versteht man unter ganzheitlichen Medizin, unter ganzheitlicher Vorgehensweise? Also wir sagen natürlich in der ganzheitlichen Medizin, dass unser Körper lebt vom inneren Gleichgewicht. Mhm. Solange wir im Gleichgewicht sind, sind Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen Selbstheilungsprozesse gut gelingen können. Ist aber dieses Gleichgewicht gestört, dann ist es sehr schwer, alleine mit Chemie ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Mhm. Wir können mit Naturmedizin regulierend eingreifen und damit helfen, das Gleichgewicht wiederzufinden. Aber es braucht eben auch ein Mindset, es braucht eine innere Ausrichtung, wo der Mensch oder der Patient versteht oder sich dafür interessiert, warum er eigentlich krank geworden ist oder welche Faktoren dazu führten, dass er aus dem Gleichgewicht herausgeraten ist. Mhm. Nicht? Und da kommt ein psychosoziales Umfeld dazu, das mit einbezogen werden muss, weil wenn wir Krankheitsursachen aufdecken wollen, und das ernst nehmen, dass der Körper uns Signale zeigt, die uns darauf hinweisen, wo etwas aus der Balance geraten ist, dann müssen wir natürlich auch den Blick weiten und auf die Lebensumstände schauen, unter denen der Patient lebt, und ihm da eben auch Hilfestellung geben, auch um sich herum das Gleichgewicht wiederzufinden. Mhm. Also nicht nur was Ernährung, Sport, Bewegung, Entspannung, Schlaf angeht, sondern auch was seine innere Haltung sich selbst gegenüber und seinem Umfeld gegenüber anbegeht. Mhm. Nicht? Denn unser Denken und die Haltung, die sich hinter dem Denken offenbart, kann sehr, sehr speziell sein. Und das in die Sichtbarkeit zu bringen, ins Bewusstsein reinzubringen, ist etwas, was mir, wenn Patienten hier zur Kur zu mir an Stein oder Meer kommen, dann ist mir sehr wichtig, eben dieses ganze Umfeld, all die Umstände, die zu der Krankheit geführt haben, eben auch ganz wichtig zu nehmen und mit sehr viel Respekt auch dem entgegenzutreten. Mhm. Was soll man unter der Kur verstehen? Wenn ein Patient zu dir kommt, was ist denn der Unterschied, wenn er zu einem normalen, sage ich jetzt mal, Arzt geht und zu dir? Also zu mir kommen viele Geschäftsleute, viele Manager, viele Menschen, die sehr fest eingefahren sind in bestimmten Lebensstrukturen, sehr stark unter Überforderung leiden, erschöpft sind und für sich einfach das Gefühl haben, irgendetwas stimmt in meinem Leben, ich so kann es nicht mehr weitergehen. Nicht, ob das Frauen sind oder Männer, sie sind alle an einem Punkt, wo sie merken,
Sie stehen kurz vor einer Transformation, vor einer Neuausrichtung Ihres Denkens. Und ich versuche, all die Hindernisse mit Ihnen aufzudecken, die zwischen Ihnen und Ihrem Leben 2.0 stehen. Mhm. Nicht? All die körperlichen Hindernisse und all die gedanklichen Blockaden, all die Glaubenssätze, all diese alten Muster, die wie Klebstoff an uns dran kleben, Muster aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, Muster, die man den Eltern abgeguckt hat, gesellschaftliche Faktoren, die einen ja, regelrecht vor sich her peitschen, Tag aus, Tag ein. Und hier eine neue Lust zu entwickeln, eine Lust auf ein Leben 2.0, das schon vor der Rente beginnt. Ja. Und da die nötigen Schritte zu finden, die nötigen Dinge einzuleiten, das ist etwas, was wir solchen Kuren machen. Mhm. Aber es kommen auch viele Rheuma-Patienten, wo schleichende Entzündungsprozesse zu rheumatischen Erkrankungen, zu Krebserkrankungen oder zu kardiovaskulären Erkrankungen führen. Das ist so das Spezialgebiet. Nicht? Burnout, Herzinfarkt, Schlaganfall, Rheuma- und Krebserkrankung. Wie lange dauert so eine Kur? Wir bieten Kuren für 5 Tage und für 10 Tage an. Mhm. Und das hat sich so bewährt, um Dinge anzuschieben. Und wir haben ja hier am Steinhuder Meer die schöne Möglichkeit, dass die Menschen direkt am See wohnen können. Ja. Nicht? Dass wir mit Meditation, mit Entgiftung, mit Ernährungsumstellung hier auch viel machen können. Mit Yoga-Therapie, mit Meditation. Also das ist so eine Oase der Stille, die einleiten kann, so einen Wandlungsprozess. Das ist das, was wir hier den Patienten bieten können. Das heißt, wenn jemand von unseren Zuschauern sich jetzt angesprochen fühlt, können sie sich an deine Praxis wenden, einen Termin vereinbaren und dann einfach hier hinkommen. Ja? Klar. Wunderbar. Ja, Ingo, wenn wir etwas zurück zu den Produkten gehen. Du hast gesagt, dass die Unternehmer hier in Deutschland diese Idee hatten und du hast dann deine wertvolle Schatzkiste ausgepackt sozusagen und daraus ist eine Firma entstanden. Ja? Was ist dann der Hauptunterschied zu anderen Nahrungsergänzungen? Es gibt wirklich viele Produkte auf dem Markt. Und wenn jetzt jemand eine gesundheitliche Frage hat oder etwas vorbeugen möchte, dann fragt er sich vielleicht, ja, warum soll ich jetzt zu AdnoHealth gehen und nicht etwas anderes? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ja. Weil ich bin jetzt Arzt seit 1984 und seitdem bin ich Tag für Tag herausgefordert, das Beste für meine Patienten zu suchen und zu finden. Das heißt, bei allem, was ich seitdem ausprobiere, habe ich ganz viele Dinge festgestellt, die funktionieren und ganz viele Dinge erfahren müssen, wo Dinge nicht funktionieren. Und das, was bei mir funktioniert, das habe ich über die Zeit weiterentwickelt, habe mehr Erfahrung gesammelt und es weiter so ausgebaut, dass ich da etwas in der Hand habe, was ich dann einsetzen kann und ich weiß, das funktioniert. Und so habe ich all diese Rezepturen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, habe ich dort von Menschen kennengelernt, die in gleicher Weise dieses Wissen übernommen haben von ihren Vorfahren, die es wieder von ihren Vorfahren übernommen haben. Und wir sehen es gerade am Beispiel der chinesischen Medizin sehr deutlich, der traditionellen chinesischen Medizin, wo Rezepturen genau dokumentiert sind aus dem 8. Jahrhundert, aus dem 10. Jahrhundert. Und wo wir dann sehen, Mensch, sie sind seit 1000 Jahren nicht verändert worden, ja, weil sie genau so, wie sie sind, funktionieren. Und diese Rezepturen, die habe ich ausgewählt, von denen klar ist, dass sie in ihrer Zusammensetzung, in dieser Vielfalt funktionieren. Und ich bin selbst das Beispiel dafür, weil ich es für mich und meine Patienten ausprobiert habe. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr große Patientenzahl über diese vielen Jahrzehnte hinweg. Und das ist etwas, was mir als Grund schon ausreicht, um es auch immer weiterzumachen. Mhm. Der zweite Punkt ist der, dass wir dieses Heilwissen von anderen Kulturen auf den Prüfstand gestellt haben. Das heißt, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit meinem Bruder, der Professor ist an der Columbia-Universität in New York, haben wir Datenbanken analysiert, wo wir uns die Inhaltsstoffe all dieser Rezepturen angeschaut haben, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Und wir haben geguckt, wie viel eines solchen sekundären Pflanzenstoffes braucht es eigentlich, um eine bestimmte Wirkung im Körper auszulösen.
Und so konnten wir jetzt auch die Mengen festlegen, sehr viel genauer, als es möglicherweise die Heilkundigen über die Jahrhunderte getan haben, weil wir jetzt genau festlegen können, so und so viel Milligramm eines Inhaltsstoffes braucht es, um den Blutdruck nennenswert senken zu können oder den Cholesterinspiegel oder den Zuckerspiegel oder um etwas in der Lungenfunktion zu verbessern. Das heißt, diese Rezepturen sind so auf den Prüfstand gestellt, wie wir es bei Nahrungsergänzungsmitteln sonst nicht haben, überhaupt nicht haben. Der dritte Punkt ist der, dass die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, die ich ja auch seit dem Jahre 2000, wo ich Ärzte ausbilde, in Naturheilverfahren, das heißt, die kriegen dann von der Ärztekammer einen Stempel, dass sie von mir ausgebildet worden sind in Naturheilverfahren. Und diese Naturheilverfahren waren früher sehr, sehr grob. Nicht? Man hat gesagt, eine Tasse Tee dreimal am Tag, so und so lange muss das ziehen. Heute haben wir Extrakte. Extrakte heißt, das Wertvollste aus einer Heilpflanze wird herausextrahiert und steht uns jetzt mit dem Faktor 10 oder 20, manchmal sogar 50 beim Ginkgo zur Verfügung. Das heißt, ein Ginkgo-Extrakt ist in unserem Falle 50 mal so stark wie einfaches Ginkgo-Pulver aus dem Ginkgo-Blatt. Das heißt, wir reden hier von einer, so sage ich gerne, Hochdosis Naturmedizin, und es ist Naturmedizin, offiziell natürlich als Nahrungsmittel anerkannt, als Nahrungsergänzungsmittel anerkannt, aber für mich ist es im Einklang zur Ethnomedizin eine Naturmedizin, nur die sehr, sehr hoch dosiert ist. Und das unterscheidet sie auch von anderen Rezepturen, die es so auf dem Markt gibt. Das heißt, man kann auch nicht einfach so ein Döschen nehmen von einer Firma und von EthnoHealth und jetzt die Preise vergleichen. Das wäre dann überhaupt falscher nicht. Ansatz. Wenn, dann muss man die Extraktionsverhältnisse vergleichen. Ja. Nicht? Wenn ich Shiitake-Pilz Pulver einnehme und Shiitake-Pilz Extrakt mit dem Faktor 1 zu 20, da ist da 20 mal so viel drin. Ja. Das heißt, es würde den 20-fach erhöhten Preis rechtfertigen. Und hier muss man sich die Relationen angucken. Und da stellt man fest, dass viele Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr teuer sind, aber verschwindend wenig drin ist. Und das war uns ganz wichtig, dass wir hier absolute Transparenz haben. Das heißt, auf jedem Etikett steht genau drauf, was in dieser Rezeptur drin ist und in welchem Extraktionsverhältnis. Und nur dann kann man wissenschaftlich Dinge vergleichen. Und das brauche ich, weil ich in der Praxis natürlich auch immer Laborwerte abnehme. Vor der Behandlung und nach der Behandlung, nach der Kur. Und dann sehe ich genau, welche Wirkung die Einnahme dieser Naturrezepturen auch gebracht hat. Wir sehen schwarz auf weiß, wie Entzündungsprozesse runtergehen oder wie sich das Darmmikrobiom wieder erholt nach so einer Therapie. Das sind ganz wichtige Faktoren und ich denke, das hilft auch unseren Zuschauern, richtige Entscheidungen zu treffen. Und zum Schluss möchte ich sagen, wer Interesse hat, wer sich angesprochen gefühlt hat und wer sagt, ja, ich möchte jetzt die Produkte ausprobieren, ja, dann kann man entweder nach dem Link schauen unter diesem Video oder sich an die Person wenden, die dieses Video Ihnen geschickt hat. Und dann bekommt man auch einen Link, wo man EthnoHealth-Produkte in dieser hohen Dosierung bestellen kann. Habe ich das richtig jetzt allen erklärt, ja? Ja. Ja, vielen Dank, Ingo, für dein wertvolles Wissen, für deine Zeit und für deine Leidenschaft, die du für die Gesundheit der Menschen und für das Gleichgewicht in unserem Leben bringst. Das ist sehr, sehr wertvoll. Danke dir. Ja, vielen Dank.